kamen dann hinten raus die ein oder andere Möglichkeit. Und da ist Bakir, der gekommen war als Joker. Ergebnis, Kosmetik, das 1:4. Darf marschieren, hat eine Idee und schickt den pfeilschnellen Niklas Kölle. Der hat das Auge. Ahmed Engin. Führung für den MSV. Der Rückkehrer. Erster Treffer seit ziemlich genau 3 Jahren im MSV-Trikot. Wunderbar vorbereitet das Ganze von Niklas Kölle. Pledel mit dem Auge für Engin. Doppelpack in der 32. Minute. Was für ein Startelf-Comeback. Wieder toll vorbereitet von Knoll und Pledel. Eitschberger pennt die HFC-Hintermannschaft. Sieht nicht gut aus, dennoch klasse Fußball, den die Hausherren hier teilweise zelebrieren. 80. Minute. Der Ball kommt zu Tim Köthe. Der will flanken und trifft. Das 1:2. Ein kurioses, ein überraschendes Tor. Auch Christian Ortag sieht hier natürlich nicht allzu glücklich aus, unterstützt durch einen gewissen Platzfehler. Wir sehen hier, eigentlich als Flanke gedacht, titscht der Ball einmal im Fünfer auf, landet bei Fälscher, der bedient den eingewechselten Robin Müller und der lässt es krachen. Das 2:2, zweite Minute der Nachspielzeit. Duisburg kommt tatsächlich nochmal zurück in der Schlussphase und macht aus einem 0:2 ein 2:2. Beweist damit die berühmte Moral und kann zumindest einen Punkt mitnehmen auf die Heimfahrt nach Duisburg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.